Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Captive hier im Vanillaland mit Fischkopf, der gerade ein Hirn frisst. Bist du dir sicher, dass du da, was du da machst? Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher. Okay. Oh, Gold. Ich habe Gold gefunden. Oh, gar nicht mal so wenig. Noch mehr. The mother load, bitches. Für euer Verständnis, wir waren hier gerade im Raum und ein bisschen am Aushübschen. Ja, da haben wir so ein bisschen, haben wir auch ein bisschen zwischen den Folgen gemacht. Bisschen Stein weg, bisschen Stein hin. Damit das Ganze ein bisschen hübscher und das aussieht. Hier auch noch Gold. Hier sind auch noch Gold. Ja, ich habe das alles noch gelassen, damit die Zuschauer quasi das Gute noch sehen können. Also jetzt kann man hier nicht zumachen, Digga. Ich mach's hier mal eine Fackel da. Nein, da kommt Wasser raus. Wo? Nein, die Fackeln! So, jetzt. Bin ich aus. Und? Rechtzeitig geschafft. Meine Fresse. Nee, da sind Fackeln weggegangen. Echt? Ist okay. Wir haben hier noch ein bisschen Gold. Ich hoffe, da drüber ist keine Lava oder irgendwelche Viecher. Nein. Haha, warum denn auch? Die haben Angst vor mir. Völlig zu Recht. Okay. Cool. Also, wir wollen jetzt mal ein Achievementen. Und zwar ist das der goldene Apfel. Ah, dann komme ich mit hoch. Oh, musst du jetzt mit hochkommen? Ich will es doch erleben. Wie, was willst du denn da? Wie sich das Gebiet erweitert. Oh, mach ich darf guck doch nie unten. Was. Guck doch nein. Unten. Nein. Guck doch lieber unten. Ich will auch mal wieder frische Luft. Ich weiß immer, stickig und Minas bleibt unten. Mach den billigen wir Scheiß. Wir brauchen. Und ich sag, nee, ich will auch mit hoch. Als nächstes würde ich aber tatsächlich versuchen, mal diese fucking. Kommst du? Ich lass wir haben so viel offen. Zwischen. Ja, wir oh. haben so viel zwischen. Was ist los? Oh, Bäume gewachsen? Ich hab die Axt jetzt unten gelassen. Die Bäume sind gewachsen. Gold. Ich mache mal schnell eine Axt. Mach du dir doch mal eine Axt. Mach ich mal. Aber nicht mit dem Eisen, Digga. Dann bin ich sauer. Das ist doch Quatsch. Wir haben hier. Oh, warte mal. Du hast doch bestimmt auch Hunger, oder nicht? 27 mal Kohle habe ich. Jo. Wir könnten die Farm mal hier echt mal hart erweitern, eigentlich, ne? Absolut, wenn wir Platz haben. Aber erstmal machen wir das Achievement. So. Die habe ich falsch abgebaut. Wenn ich überlege, kannst du dich erinnern, mit Sicherheit kannst du dich erinnern, weil wir sind ja immer noch in einer Aufnahme. Weiß nicht mehr. Ja, was die Bäume da oben sind ja gewachsen, wie cool. Ich habe die da oben auf die Garage gesetzt. Dass wir am Anfang gestartet sind, wir dachten, wir müssen neu starten, weil wir es verkackt hätten mit dem Holz. Ja, eigentlich haben wir es ja auch verkackt, aber wir haben es quasi nochmal gerissen. Jo. Sozusagen, ne? Dann kannst du nochmal weichen. Hast du noch Zaun dabei? Ich würde jetzt gerne mal mein Zukunfts-Ich fragen und fragen, wie finden das die Zuschauer, dass wir jetzt hier so ein Vanilla-Teil spielen? Ja, das wäre ein bisschen interessant, ne? Ja, aber uns macht es derzeit Spaß. Ich hoffe, euch genauso. Immer Laune. Hier so ein bisschen Sachen ausprobieren und so. Es ist vor allen Dingen auch nicht so, weißt du, Minjas fällt es auch leichter. Das ist mehr so, das ist wie Trennkost. Nein, das ist wie im Altersheim, weißt du, so weiche Nahrung schmeckt rauf wie runter. Und, kann auch der Minjas verdauen. So, warte mal, Axt. Mach eine Axt. Hab ich eine Axt gemacht? Eine Schaufel geworden, verdammt. Was ist mit dir los? Ich habe gerade nachgemacht. Was hast du nachgemacht? Wie ich mich bei dem Prozessor angestellt habe. Das war Knoten im Herzen. Prozessor? ME-Kontrolleeinheit und Unterufene und alle so Minias, Tischplatten kaputt. Schadensersatzkosten in Höhe von Millionen. Jo. Warte mal, ich will hier die Wasserquelle nicht wegmachen. Warte mal. Wir können sie nur nach hinten versetzen. Nicht, ist egal. Ich mach das jetzt mit der Karotte kaputt hier. Übrigens auch Minecraft-Tipp, Pro-Tipp Nummer 3. Was denn? Naja, mit der Karotte den Zaun wegmachen, es geht schneller. Ja. Das solltet ihr euch merken, Freunde. Ja. Das weiß auch nicht jeder. Nee. Damit kann man angeben bei seiner Freundin. Ja. Hast du schon mal einen höheren Zaun abgebaut? Natürlich. Hey, hallo. So, hier ist ich mal zeigen, wie ich mir meine Möhre den Zaun abbaue? Oh ja, Schatz. Oh, hast du gerade den Zaun mit deiner Möhre kaputt gemacht? Warte mal, ich überlege gerade, ich kann dir mehr Platz machen, ja? Nein! Wieder vom Baum gefangen. Irgendwie ist das ja, wird das zum Running Gag hier, oder was?
Och, jetzt wollte ich eigentlich, dass wir Karotten auch essen. Komm, die essen wir jetzt hier auch. Das ist, man muss ja auch mal Sachen essen. Was ist denn hier los? So, ich hab dir was vorbereitet. Wo bist du? Moment, ich bin kurz runtergefallen. Ich hab jetzt noch drei. Geil. Oh, wie viel hier das Essen bringt, ne? Bei Hardcore Skyblock war das immer so, bei Agrarian Skies hat eine Karotte, glaube ich, höchstens eingebracht, ne? Einen halben, glaube ich, sogar. Hä, ist da hinten ein Loch drin? Hier kann man durchgucken, seit wann kann man durchgucken durch die... Ach so, ein Achievement wollte ich ja. Ich wollte ja ein Achievement schieben. Ich komme. Achievement, ich muss auch den Abgang mal hübsch machen. Muss ich da, wie geht denn das? Muss ich da... Goldener Apfel? Drumherum, ja. Schwing! Hey, Moment, ich habe einen goldenen Apfel gemacht, das macht hier irgendwie nichts. Da muss ich wahrscheinlich noch was anderes mitmachen, oder was? Moment. Stelle einen Notch-Apfel her. Der geht anders. Wie geht denn der Notch-Apfel? Ich glaube, der geht mit Diamanten drumherum, kann das sein? Soll ich gucken? Kannst du mal schnell nachgucken? Oh, shit. Ja. Ich tappe. Oh, nein. Die Zuschauer dann spielt. Shit. Notch-Apfel. Also Äpfel habe ich ja noch. Shit. Fucking. Shit. Der Notch-Apfel ist aber ein goldener Apfel. Haben wir vielleicht davor was vergessen? Wie davor was vergessen? Notch-Apfel, Minecraft-Wiki. Ich gucke. Ja, ich dachte, du guckst. Ich dachte, das war der Plan. Wir könnten hier übrigens eine Oberebene machen. Nee, der Notch-Apfel ist ein goldener Apfel. Ja, aber Moment. Goldener Apfel, verzaubert. Der ist so ein bisschen lila noch drin, oder? Ja, genau, der ist verzaubert. Genau, ne? Der geht mit Goldblöcken außenrum. What? Mhm. Oh nein, ich hab's verkackt gerade. Wir haben ganz schön viel Gold gerade verballert. Ach, wir kriegen auch noch Gold. Shit! Ich zeig's nochmal kurz hier in der Folge. Ihr habt's ja die ganze Zeit gesehen. Der leuchtet nämlich so ein bisschen und der wird mit Goldblöcken gemacht. Das heißt, wir brauchen viel mehr Gold. Ja, ich hab jetzt einen Block gemacht. Naja. Scheiß drauf, ich meine, wir brauchen noch weiter. Fuck! Ja, aber jetzt haben wir schon mal was verkackt. Das ist doch super. Es ist doch schon wieder unglaublich. Okay, jetzt lass uns aber bitte mal aufteilen. Also, pass mal auf. Entweder, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Man könnte sich jetzt da hochbauen. Dafür braucht man, glaube ich, zu viele Blöcke. Und diese erste Insel hier, da kannst du ja gar nicht viel machen. Da kannst du ja nur auf die ersten Blöcke drauf. Und ob irgendwie was geht, weiß ich nicht. Nee. Man könnte hier eine zweite Ebene machen, wo man quasi die Bäume anpflanzt, dass die hier nicht so rumnerven. Ui. Wie der hier zum Beispiel. Gerade so kurz entstanden. Und man könnte unten quasi diesen Spawner machen und das würde ich gerne mal jetzt angehen. Ja, mach du mal Spawner und ich versuche hier zweite Ebene. Wir haben hier unglaublich viel Lapis. Ich mache das über die Garage hinweg, mache ich einen Aufgang. Der ganze Shit kann man weg. Ich muss hier mal aufräumen. Jetzt, wo man kein Inventory-Tweaks hat, muss man ja mal aufräumen. Das ist ätzend, gell? Erdrücken wäre doch toll. Oh, ist das scheiße. Aber man ist halt diesen Luxus gewöhnt. Was gehört zusammen? Was kann man stacken? Ich werde aber jetzt noch mal kurz hier Karotten holen, doch, weil... Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mein Inventar immer sauber halte. Das schätze ich auch so an dir. Das und deinen komischen Geruch. Ein bisschen wie alte Oma. Unterm Arm. Ja, er hat's gesagt. Okay. Du sollst das nicht verraten. Jetzt ist es zu spät. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist längst in Kasachstan. So. So, Digga. Ich hab hier was für dich. Aha, jetzt kommt's wieder. Freundschaftsgeschenke. La, 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 la. Oder eins in die Fresse. Es ist runtergefallen. Du musst es. Ich leg's dir hier einfach hier hin und dann kannst du es dir holen. So. Du hast aber viel Möhren. Cool. Brauchen wir die nicht fürs Feld oder hast du da genügend? Ich hab da genügend. Na, weil wir vorne würden ja noch drei hinpassen. Ich hatte den ganzen Kobbel-Shit habe ich weggehauen. Aber vorne würden ja noch drei hinpassen. Halt die Schnauze. Dann pflanze ich die jetzt. Du brauchst doch was zu essen. Nein, ja, und? Mir doch egal. Okay, also wie mache ich jetzt am dümmsten den Spawner? Ich könnte einen Spawner machen, wo Sachen oben spawnen. So. Ja, sowas. Oh, zweite Ebene. Und dann fallen die runter. Das hilft nichts. Ich muss mir leider Lekopple besorgen. Außer du sagst jetzt, du hast noch einen Stack in der Tasche. Aber nee, ich werde aber jetzt ein großes Loch bauen. Schwierig. Ich baue mir das mal an hier, damit ich weiß, wie das hier laufen muss. Die ganzen Saplinge, bist du doch hier irgendwo?
Ja, ich bin in der Zwischenebene. Ich mache jetzt mal ein bisschen Platz hier zwischen Ja, den du könntest Ebenen. mal hier die Saplinge haben von mir. Wo bist du denn da? So. So, wie will ich das machen? Ich will das so machen, dass es so breit ist und so breit ist. Also Das irgendwie heißt finde ich ja 3x3. diese Welt super interessant. Wir spielen Vanilla und sind praktisch dadurch herausgefordert, dass der Platz nicht unendlich ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Man Ja, sollte das aufnehmen. deswegen spielen wir den Man sollte Shit. das aufnehmen. Gute Idee eigentlich. Gut, viele werden jetzt sagen, oh, so voll langweilig, hast du gar kein Vanilla, hast du gar keine Mods. Ist langweilig. Ich find's gut. Das sagt keiner. Nein? Das Nein. denken viele und schreiben es nicht. Nee, ich glaube einfach, das denkt keiner. Das ist einfach Nee. ganz einfach. So, jetzt habe ich hier keine Schaufel, die ist nämlich gleich kaputt. Du bist mehr so ein Positivdenker, gell? Ich bin mehr so ein Negativzock und. Du bist sowieso so ein komischer Vogel. Ja, ich weiß. Das ist halt das Problem. Wo bin ich denn hier? Wo ist denn hier? Hier ist unsere Zwischenebene. Okay. Hier müsste noch Shit sein. Aber wieso hast du das hier eigentlich ausgebaut, wenn du eh keine Tür reinmachst? Weil ich keine dabei hatte, Profi. Weil ich keine dabei hatte. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich komme runter. Aber erstmal setze ich hier eine Fackel, bevor das hier wieder. So, Flint weg. Wieso höre ich neben mir Zombies? Ist nicht cool. Ey, wir brauchen unglaublich viel Gold. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache jetzt Ja. nicht den Spawner, sondern ich baue einfach nach unten weiter aus. Was meinst du? Ja, ich würde einfach jetzt erstmal Material besorgen, weißt du? Also, dass wir halt Steine und Rüstung und verstehst du, was ich meine? Also, Ja, dass wir nach unten halt ausbauen. ja, einfach erstmal meinen. Richtig. So, guck mal, Tür. Was hast du jetzt? Bist du Oh, platt? danke sehr. Du hast meine Tickets geklaut. Dann nimm die ja so lang. Ich lasse in dieser Kiste hier die Angel, weil man hier ja angeln kann, ne? Hier Jupp. ist ja Eisen drin, Digga. Hier ist noch. Oh. Okay, Stick ist hier hin. Gehirn, die Hole. Behalte ich mal bei mir. Das Auge kann mich mal am Arsch lecken. Wieso ist denn hier eigentlich wieder zugebaut hier hinten? Hier hatte ich doch, hier war doch ein freier Raum. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, hier oben, da hatte ich an die Seite eine unendliche Wasserquelle gemacht. Und jetzt bin ich gerade Oh, irgendwie. shit! Was ist los? Hier unten ist ein Skelett gespawnt irgendwo. Bei dir unten? Ja, ganz unten. Tja, wir sehen Ich nicht genau. weiß nicht wo. Ach, du Hä, hörst hast du es nur, hier. oder was? Nee, ich hab's getötet. Ach so. Aber hatten wir hier nicht noch. Hier ganz. Ach so, ich hab den Raum falsch rum gesehen gerade. Hast dich auf den Kopf gestellt beim Let's Playen. Nee, ich habe jetzt hier, in meinem Gehirn war der andersrum und habe ich mich gewundert, wo hier die Sachen abgeblieben sind. Da ist noch Eisen, das können wir auch noch abbauen, Digga. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter nach unten. Ich hab da irgendwo Sachen. Ach, hier ist Gold zum Beispiel schon mal. Zum einen. Zum anderen. Wir haben Lapis. Ich höre irgendwo so ein Schleimviech. Ey, ich habe jetzt da wirklich unglaublich viel Gold verballert, ne? Wenn wir jetzt hier nicht genug Gold finden, dann ist hier richtig kacke Arsch. Ach, warum sollte man gar nicht genügend Gold finden? Ja, wer weiß denn? Die Map ist ja, die ist ja vorbereitet. Die ist ja so gebaut, dass man nach und nach so Shit findet und so, weißt du? Okay, noch ist alles gut. Ich finde Eisen gerade. Oh Mann, Ja, es ey. ist auf jeden Fall gerade sehr spannend. Hast du, was machst du gerade? Steine klopfen, um meine zweite Ebene zu bauen. Wieso? Was kann ich dir was helfen? Nö, ich Dann gehe ich wieder hoch. wollte das wissen, ob du. Du machst ja Was jetzt diese denn? Baumsache da, ne? Ich wollte eine zweite Ebene machen und da Erde drauf und kann ich die Plattform Pass auf, ich erweitern. werde jetzt hier wieder. Ich werde jetzt hier wieder runtergraben. Aber ich glaube, ich habe schon mittlerweile genügend. Oh. Ah, shit! Nein, Was nein, nein, los? nein, 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 oh, shit! Nein, töte mich nicht! Töte mich nicht! Da sind Würmer! Da sind die Todeswürmer! Das ist. Oh, Oh, diese Wiesel oh! da, die sind fies. Die sind echt fies. Alter! Okay, ich bin hier in eine Höhle reingefallen. Ja. Aber mit so eine, also so eine krasse Höhle mit diesem anderen Stein. Warst du schon mal im Ender-Dings da? Im Ender-Labyrinth-Dings da? Ja. So sieht das hier aus. Solche Steine sind hier. Hier ist eine Guck mal, das Kiste. jetzt. Hier knurrt es irgendwo. Wo knurrt es denn? Hier ist Hier eine hinten. Enderperle drin. Ein verzaubertes Buch. Plünderung 2. Warte, ich komme. Ein Wither-Skelettschädel. Und Warte mal, Schnee. ich komm mal runter. Aber wo bist du denn? Plünderung. Wo können wir denn mal Plünderung für gebrauchen? Wo bist du denn nochmal runter? Hä?
Wo bist du denn in die nächste Ebene? Bin ich doof? Du musst da quasi nochmal rumlaufen. Hier lang? Ach, da! Hier? Oh, ach, das ist ein Dings. Das ist ein Spawner, oder? Nee. Nee? Nee. Komm runter. Au! Ach, ein... Hm? Was ist denn das? Ist das von der Map, oder ist das... Was denn? Das hier nochmal? Ja, hinter dir! Was ist denn? Da oben schwebt's! Batman! Oh, mach mich nicht so fertig, Digga! Du weißt doch, dass ich so schreckhaft bin! Ich brauch hier mal eine Treppe nach oben. Was ist denn das hier? Achso, die kriegt man nicht auf, weil der Knopf ist. Das ist wie wenn man zum Enderdrachen geht, dieses Gebiet. Ja, so ein bisschen. Soll ich... Ist das normal? Sind das Dungeons? Ja, Dungeon-mäßig, genau. Aber ich baue jetzt mal die Wand hier raus. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir die entweder abbauen oder wollen wir da knopfmäßig... Nee, komm, wir bauen die ab. Okay, warte mal, ich muss den Rückweg sichern. Hier hinten ist Enderportal. Nicht ohne mich Sachen entdecken. Entschuldigung, guck mal, hier ist Enderportal. Hier geht's wirklich, hier ist Ender... Ja, hier steht's. Komm her. Warte, ich muss jetzt hier das fucking... Und Lava direkt, schon geschmolzen hier an den Seiten. Fein säuberlich aufgeschichtet für uns. Komm mal her. Ich muss jetzt hier den Rückweg sichern, so. Ah ja, okay. Rückzug sichern, so. Okay, guck mal her. Wir kommen noch nicht ran, aber... Da, guck. Wow! Und wir können endlich unseren Cobble-Generator bauen. Also wir haben ja jetzt schon zwei Enderperlen, ne? Ja. Crazy. Das heißt, Minecraft Captive ist vielleicht vorbei, wenn wir den Enderdrachen besiegen? Ist es... Ja gut, Minecraft... Ich meine, das ist ja das Ende von Minecraft, wenn du so willst. Ja. Ach so, meinst du, das ist vorgesehen, dass hier die... Könnte sein. Ja klar, wir haben ja eine fertige Welt genommen. Also die Welt ist ja nicht frei generiert. Das kann durchaus sein, ja. Geil. Dann okay, das können wir uns als so zu nur können wir uns das eh als Ding Ziel setzen. Ne? Crazy. Auf welcher Höhe sind wir denn hier? 9, 10. Okay, das heißt ein bisschen höher. Aber eine Eisentür habe ich jetzt. Sollten wir nochmal ausleuchten? 12, okay. Also hier würde ich gerne, hier auf der Höhe würde ich gerne meinen. Sind wir jetzt schon ganz unten? Na, wir sind auf 11. Ich werde jetzt hier so in der Gegend rummeinen, mein Freund. Wo sieht man das denn? Ach, da oben. Nur F3 D drückt's. Oder was? D? Nee, das ist das dritte. Also, nee, das zweite. X, Y, Z ist Y. Y, 9. 10, 11. Ah, Strip Mining, oder? Das ist ja eigentlich nicht mehr fortschrittlich, gell? Dachte ich mal. Wie nicht fortschrittlich? Irgendwie wurde ich mal angeschrien in irgendeinem Let's Play, dass Strip Mining macht niemand mehr heutzutage. Ach. Fahrradfahren. Strip Mining ist total gut. Okay. Also wer was gegen Strip Mining sagt, der ist komisch. Also es kommt natürlich drauf an, ne? Aber ich... Strip Poker ist besser, definitiv. In diesem Fall hier, wir müssen ja eh Sachen komplett hier weghauen, damit wir an Sachen kommen. Wir brauchen noch unglaublich viel Gold. Unglaublich viel Gold. Jetzt bin ich hier schon an der Grenze schon wieder. Ja, du hast schon recht, wenn wir schon fast ganz unten sind, ist es natürlich schwierig, jetzt noch Gold zu kriegen. Dazwischen muss man quasi alles abbauen eigentlich. Hier ist die Mauer, okay. Die Mauer Lava, ist weg. Lava, Roli. So, ich mache jetzt auf jeden Fall meine richtige Männer-Pickaxe. Wie sieht die aus? Einfach eine Stein-Pickaxe. Ich bin die ganze Zeit mit der Holz-Pickaxe am Rumklopfen. Das ist nicht dein Ernst. Nein, nicht die ganze Zeit, aber an die sieht es das, oh. Okay, hier ist der Lavasee. Ich hatte ja ein Ziel. Wie sah denn das aus? Bei YouTube berühmt werden. Und dann? Ja, und jetzt bin ich hier und naja. Jetzt mache ich Let's Plays mit Minecraft Vanilla und Captive. Ja, ja. Man darf sich nicht mehr so hohe Ziele stecken im Leben. So, ich gehe jetzt aber hoch und mache die Plattform. Ich mag jetzt nicht mit dir da unten ausbauen. Auf der Diamanthöhe sind keine Diamanten. Übrigens. Also ich habe jetzt natürlich nicht überall also geguckt, aber... Ich wollte gerade sagen, unser Bereich, wir können es ja prinzipiell komplett weghacken, bis in die Ecken. Das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt hier ganz viel weg. Also hier ist natürlich der Raum. Oh, Tageslicht. Viel besser. Viel besser. So, ich baue jetzt hier hoch. Das kann weg. Deine ordentliche Deckenhöhe. Und mein Inventar ist so zugemüllt. Ich bin begeistert. Das Tolle ist ja an Minecraft. Unsere Gegend ist viel zu klein. Was könnten wir denn noch machen? Der Notch-Apfel, das haben wir jetzt hart verkackt, das sehe ich ein. Ja, aber doch nicht durch dein eines
Oh. Komm mal hier hoch. Wie weit oben bist du? Wie weit oben? Ich bin ganz oben. Wieso? Ah, sehr gut. Du kannst ein Achievement holen. Wir haben doch jetzt zwei Kühe, oder nicht? Nee, eine. Wo soll denn die zweite hergekommen sein? Ich dachte, wir hatten zwei. Moment. Moment. Wir machen auch einen Fehler. Wir machen einen ganz harten Fehler gerade. Hier kann keine weitere Kuh spawnen. Weil da eine Erde ist, oder? Ja. Wieso ist denn da nur eine Erde? Das ist doch zwei, oder nicht? Ich buddel jetzt also mal. Also der testweise. Kann ja sowieso nur eine spawnen, wenn wir gerade nicht da sind. Sehe ich das richtig? Nee, hier drunter ist direkt das Ding. Es geht nicht. Hier direkt, guck da, ich habe mich gerade da durchgebuddelt. Wir müssen... Ja, dann, aber wir machen doch jetzt oben... Wir wollten doch oben hier so eine Ebene machen, die jetzt hier noch nicht angefangen hat. Nein, ich habe jetzt wartet gerade am Setzen, wo du mich abstoppst. Hier, ich habe in der Ecke schon... In der äußersten Ecke. Okay. Ja, und warum nicht? Ja, gut. Dann mache ich hier in der Ecke. Wie hoch? Ich bin jetzt 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6 Mal. Warte mal, jetzt ich will das alles richtig machen. Höher auf jeden Fall. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hat er es einfach gebaut. Okay. Okay, und wir brauchen ein Gerüst. Na, du musst es ja nicht ausbauen. Wir könnten ja quasi schon mal Erde drauf machen und dann da in der Mitte das Ding weglassen. Das ist Sicherheit. Das ist, wenn welche die Sicherheit quasi denn? Kommt, die Fachsicherheit und die sagt was dann... Was denn für eine Sicherheit jetzt schon wieder? Ja, und dann? Die Folge ist vorbei! Ach, die Sicherheitsfolgen-Dings blöd Arsch. Genau, die Sicherheitsfolgen-Dings blöd Arsch. Das wollte ich auch gerade sagen, so, aber dann hast du mich unterbrochen. Zweimal Erde drauf. Das ist auf jeden Fall ein Projekt für eine der nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Minecraft Captive wieder. Und zwar schon morgen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.